In schneller Bildfolge Porträts von Profi- und Amateurfußballern auf Fußballplätzen. Paarweise spielen sie miteinander. Das Bild ist unscharf. Ein Mannschaftsfoto der Amateurmannschaft Refugee 11. Ein roter Balken mit einem Fußball erscheint. Refugee 11. Ein dunkelhaariger Spieler. Mein Name ist Erol Zenulahu. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin Femi. Ich komme aus Syrien. Ich bin 32 Jahre alt. Meine Eltern kommen aus dem Kosovo und ich bin hier in Berlin geboren. Ich spiele bei SC Germania Liechtenstein im Mittelfeld. Ich spiele beim 1. FC Union Berlin auf der zentralen Mittelfeldposition. 1. FC Union Berlin, Stadion an der Alten Försterei. Erol? Wie lange bist du hier in Deutschland? Ich bin im September 2015 nach Deutschland gekommen. Also über ein Jahr schon? Ja. Und hast du als Syrer eigentlich den subsidiären Schutz sofort bekommen hier in Deutschland? Ich habe vor einem Jahr gewartet. Ein ganzes Jahr hast du gewartet? Ja. Wie hast du dich gefühlt? Es war ein hartes Gefühl. Dieses Jahr war nicht leicht. Natürlich hatte ich die Hoffnung, meine Familie nachzuholen. Aber leider bekam nur ich den subsidiären Schutz für ein Jahr. Was heißt, dass sie nicht kommen kann. In weißer Schrift, Menschen, denen in ihrem Herkunftsland ernsthafter Schaden droht, erhalten subsidiären Schutz. Erol, wie war es bei dir, als du nach Deutschland gekommen bist? Meine Eltern sind auch von Kosovo nach Deutschland geflüchtet, weil da war auch Krieg in Kosovo. Ich bin dann hier geboren. Wann war das? Das war 1992. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt schwanger und ich bin dann hier in Berlin zur Welt gekommen. Wie war es für deine Familie, nach Deutschland zu kommen? An erster Stelle war das für meine Familie ein sehr positives Zeichen, weil sie waren hier im Schutz, aber wir mussten in Übergangsheimen wohnen. Und wir waren halt 9 Jahre in Übergangsheimen, 4 oder 5 verschiedenen. Und das heißt, dass du sehr viel warten musstest. In schneller Bildfolge, nebeneinander sitzen Erol und Femi an unterschiedlichen Stellen einer Treppe. Dann nach endlich 9 Jahren haben wir die Erlaubnis bekommen, in eine Wohnung zu ziehen. Und die leben da heute noch. Wie verbringst du den ganzen Tag? Was machst du? Ich lebe in Erftstadt mit anderen Flüchtlingen wie mir. Wir teilen uns eine Wohnung. Ich gehe täglich zu meiner Schule, also in meinen Kurs. Nachmittags gehe ich zum Training. Fußball gibt mir viel, hat mir viel geholfen. Zum Beispiel, meine Sorgen zu vergessen. Und das ist das Schöne an Fußball. Sie schlagen ihre Hände ineinander. Porträts aller Fußballer erscheinen. In Rot, Bundeszentrale für politische Bildung. Mehr auf www.refugee11.de.